Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Imperium Galactic Survival. Ich bin hier noch ein bisschen was am Machen, wie ihr seht. So, ganz besonders willkommen sind natürlich meine Abonnenten. Und mir geht das Material so langsam aus. Ich habe mir überlegt, wenn wir da jetzt die Folge ein bisschen gebaut haben, dann werde ich Folgendes tun. Ich werde hier Kupfer abholen, dort den Kobalt, dort das Silikon, dann fliege ich hier wieder rum, hole hier noch das Iron, das Promethium, wenn ich das hier nicht schon habe. Ich glaube, die beiden Sachen, die habe ich nämlich schon. Und fliege dann wieder zurück. Also den Kreis, die Ressourcen abbauen. Das kann ich kurz offline machen, weil, ja, es sind so Sachen, die sind langweilig. Die habt ihr schon tausendmal gesehen. Und dann machen wir weiter. So hatte ich mir das jetzt mal gedacht gehabt. Dann können wir nämlich hier die Düse fertig machen. Ein bisschen wird das noch brauchen. Ich habe mir den Futtergenerator auch eben schon schnell gemacht. Dann können wir nämlich die Sachen jetzt schon mal da oben aufstellen. Ja. Mach doch einfach an das Ding. So. Und dann habe ich mir das Licht und die Duriensprosse haben wir schon mal reingepackt. Die werden wir nämlich dann hier direkt schon mal anpflanzen. Ja, das werden wir schon mal tun. Das heißt hier 3 hoch. So. Dass wir das Licht aufstellen können. So, da haben wir die 3. Dann wäre das... Ach so, da hinten würde ich ja dann so anfangen. Habe ich denn? Habe ich. Gut. Weil ist ja wesentlich einfacher, das dann jetzt richtig zu machen. So. Denn brauche ich die hier. Nee, doch erstmal schon bis hier. 1, 1, 2. 2 und da kommen dann wieder Kästen für Setzlinge rein. So ist richtig. Okay. Dann kommt jetzt hier schon mal die Lampe drunter. Was natürlich mal falsch war. Ach, Abo. Die muss in der Mitte. In die Mitte. Nirgendwo anders hin. So. Ach ja, so ist das. Aber ich muss die Sachen ja sowieso aufstellen. Von daher ist das kein Problem. So. Einmal rein mit dem Gedöns. Detterin und Detterin. Und wo haben wir sie denn? Dort. Eine neue machen. So, dann stellen wir jetzt halt den anderen Kram erstmal auf. Ist nicht mitzunehmen. Okay. So, haben wir. Nein, aushüpfen. So, dann wollte ich hier... Hier muss ich ja... Das heißt, hier stelle ich den Generator hin. Den Dingens hin. So. Einmal passend drehen. Oh, das ist gut. Dann kriege ich ja hier... Machen wir hier den Laufweg. Ja, so machen wir das. Dann machen wir hier den Generator. Der kommt ja temporär. Das heißt, hier kommt das Futter. Das Futterding hin. Und das Ding für die Energie habe ich jetzt vergessen. Ne? Ich glaube. Ist er jetzt richtig rum? Ja, ne? Ja. So. Nee, das habe ich auch da. Das kommt ja auch nur temporär. Weil das kommt dann später nach oben. So, und da packe ich dann jetzt erstmal das Energieding hin. Okay. Dann kann Energie hier schon mal rein. Wunderbar. Und wir können uns ein bisschen Metallplatten holen. Beziehungsweise direkt das Iron, was wir da unten noch drin haben. Und dann können wir den gleich ausmachen. Der wird dann... Ne, ich kann hier dann das Iron fertig machen. Das kann ich tun. Ach, der hat alles fertig. Das ist ja super. Dann nehmen wir das doch alles mit. Kommt dann alles nach oben. Das auch. Und du darfst einfach mal machen. Ich mache das jetzt einfach nur wild da rein. Ich weiß, das ist viel zu viel, was ich da reinmache. Aber der darf dann...
die Ressourcen fertig machen. Bis ich da oben halt mal so zwei Konstruktor stehen habe. So ist es richtig. So, 1, 2, 3, 4, 5. Schlaues Kerlchen. Versuch's nochmal. So. 5 Treppen brauche ich also. So, die kommen jetzt nach unten. Silikon, Iron, Kupfer und Kobalt. So, darüber kommt dann das, was wir weniger brauchen. Und nach oben kommt dann halt das ganze Gedöns drin. So. Achso. Warte mal. Das kommt ja auch nach unten. So, und das und das und das. Das, das. Da werden wir nämlich dann auch mal abdampfen und werden mal die Tür mal abklappern. Was wir da so schönes an Material finden. So, das kann jetzt, glaube ich... Nee, das kann nicht warten. Das brauche ich ja, weil... Machen wir einmal so. Und machen wir einmal... Ach so, Futtergenerator hätte ich jetzt nicht gebraucht. Der kann mal noch aus. Spart Energie. So, dann kann ich daran. Und was wollte ich jetzt? 5 Treppen, habe ich gesagt. Muss ich hier hin. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich nämlich direkt das schon mal da unten. So. Einmal in die Mitte. Einmal die Sprosse drin. Dann haben wir schon mal Fritten. Wobei aus der hier mache ich erstmal weitere Sprossen. So, weil eine Notfallration habe ich noch. Das soll dann erstmal gehen. So, was brauche ich jetzt noch? Ja, weiterbauen hier, ne? Kann ich aber eigentlich erst, wenn ich die Sprossen habe, die Leitern habe. So. Setzen wir jetzt erstmal nach unten, damit wir nicht ewig hüpfen müssen. Wo ist es denn? Da ist es. Also, einmal hier ran. Einmal drehen. Passt. Und dort ran. Sitzt. Wunderbar. Dann können wir nämlich hier quasi komplett auch schließen und da vorne eine Tür reinbauen. Dann würde ich sagen, geht das hier weiter. So, und jetzt wird es dann schwieriger. Muss ich nämlich von unten machen. Mach mal so, dann sehe ich auch was. Was aber nicht funktionieren wird. Das sehe ich doch schon. Da habe ich... Hätte ich auch noch einen abnehmen können, ne? Wenn ich das jetzt müssen wir mal gucken. Nee, das war... Das ist jetzt mal generell falsch. So. So ist richtig. Nein, so ist falsch. So ist richtig. So. Einmal kriege ich den da so nicht ran. Also so wäre die richtige... Nee. Wo haben wir denn? Dort. Die sind billig, die können wir einfach wieder abnehmen. Fertig. So, dann kann ich den nämlich da dran setzen. So passt der auch. So dran setzen und so dran setzen. Das wäre jetzt die Leiter. Ja. Dann käme der in der Höhe nämlich dicht. Würde ich sagen. So. Und so. Und da muss noch einer vor. Machen wir dann so. Und so und so. Und warum? Damit ich das hier schöner machen kann. So, das wäre dann jetzt... Genau. Jetzt sehe ich das gerade nicht. Und einmal so, genau. Könnte man nämlich dann so machen. Und so machen. Jetzt müssten wir die richtige Höhe haben. Und da wird dann links und rechts noch angebaut.
und nach außen gebohrt. Ich glaube, so ist richtig. Ich glaube, so mache ich das. Das ist dann doch nicht so, wie ich das im Privaten hatte, aber das ist ja auch egal. Muss ja auch nicht sein. So. Der kann also wieder weg. Baue ich jetzt mal einmal so. So, der kann wieder weg. Hier ist alles richtig dicht. Und hier hätte ich vielleicht noch einen vorsetzen sollen. Zwei, um genau zu sein. Sonst wird das schwierig mit den draufgehen. Okay. Also nochmal runter. Eins, zwei. So. Und dann machen wir das gleich richtig. Weil... hier würde ich auch ganz gerne noch zwei dran haben. Und dann würde ich sagen, ziehe ich das bis hier hin. Ich glaube, das ist gut. Ja, ich denke schon. So. Dann mal gucken, wie groß ist denn das dann? Nicht groß genug, glaube ich. Eins, zwei. Bis hierhin, hatte ich gesagt, ne? Nee, hatte ich nicht. Hat er gesagt, bis zum Fenster, wenn ich nicht irre. Mhm. Hatte ich gesagt. Das heißt, bis hier. So wäre richtig. Ja. So schick. Dann machen wir da noch einen hin, damit wir das hier auch in hübsch machen können. So. Genau. Das gleiche auf der Seite. Ein hin. So langsam komme ich mit dem Bausystem auch besser klar. Auch wenn es mich manchmal, so wie jetzt zum Beispiel, was machst du denn hier? Also ich drücke jetzt immer die gleiche Taste. Ah. Deswegen. Wieso habe ich jetzt hier zwei? Da passt doch schon wieder irgendwas nicht. Also, 1, 2 ist doch richtig. Weil ich hier auch 2 habe. Ich depp. Da habe ich einen, da habe ich einen. Ist doch korrekt. Aber ich glaube, die Breite reicht noch nicht. Da machen wir noch einen dran. Dünnen wir den jetzt nach hinten aus. Ich würde sagen, ja. Und dann eventuell vorne. Müssen wir mal gucken. Nein, nein. So ist richtig, ja. Das ist nämlich auch eine ganz schwierige Sache. Wenn man da Mist baut. So. Plötzlich hat man da 10.000 Sachen, die man gar nicht haben möchte. Habe ich auch schon gehabt. So, wie sieht's denn jetzt, was mache ich denn hier? Ist er dudelig. Ach, der ist fertig. Das ist schön. So. Schön, wenn man sich das alle so auf die Tasten legt. Einmal ausmachen und gut ist. So. Da muss noch einer hin. Und so. Genau das meine ich. Ich habe noch einmal drauf gedrückt, aber der war dummerweise schon zu tief. Und jetzt darf ich mir überlegen, wie kriege ich die abgebaut. Wobei, wisst ihr, was wir machen? Wir bauen die nicht ab. Wir bauen hier eine Säule nach unten. So, das heißt, der zweite wäre dann der hier. Und ist genau auf der Eck. Nee, der steht ein über. Okay. Also wäre das hier. So. Dann kann man das nämlich einfach so stehen lassen. So wäre gut und dann würde ich sagen, jetzt wird es schwieriger. Ja, so zwei Stück würde ich meinen. Reicht das noch? Wollen wir es mal hoffen. So und so. So,
ich denke, dazu reichen. Wieder einer was von mir, dann hau ich ab. Tschüss. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht das denn? Ja, deswegen will ich die Dinger hier weg haben. Also, ich brauche oben erstmal zwei Energiedinger. Die kosten mich... Warte mal, da habe ich da unten schon welche. So, das bleibt mal hier. Warum hatte ich die jetzt gemacht? Ich weiß warum. Zeige ich euch. Da habe ich mir nämlich hier was überlegt. Hier. Das habe ich hier überall noch einen vorgesetzt. Und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich nämlich hier. Mache ich die. Sieht nicht aus. Nee. Also mache ich die da nicht hin. Dann kommen da doch die hin. Na? Jetzt haben wir es. Ja, dann machen wir das so. Dann ist das einmal rund und alles ist gut. Ja, so machen wir das. Er springt wieder. So, der muss da drinne, der muss da drinne, der muss hier und dann ist fertig. Ja, das sieht doch ganz hübsch aus, finde ich. So, auf den ersten Blick. Müssen wir nochmal schauen. So, das wächst, das ist schön. Was hatte ich jetzt gesagt? Ich brauche zwei Energiedinger. Da. 6 Elektronik. Macht also 12. Wo haben wir sie denn? Jetzt geht wieder die Sucherei los. Sollte ich vielleicht mal nach oben fahren, genau. Also. Oh ja, das wird so langsam eng. Aber dann, das wird schon gehen. Also 10, 11, 12. Wie viele Metallkomponenten brauchen wir? Auch 12. Also 6. Ist erstmal noch alles ein bisschen spartanisch, bis ich halt ein bisschen Material besorgt habe. Dann soll das wohl funktionieren. So, wo sind sie denn? Könnten wir uns eigentlich einen Large-Generator machen, oder? Weil da brauche ich ja... Nee. Oh, Flareblöcke. Genau, hatten sie auch geschrieben. Es gibt Flareblöcke, die sind kein Licht, sondern es sind einfach nur Flareblöcke. Das ist natürlich auch nicht so übel. Wo war ich denn jetzt? Ich war hier. So, und Cables 4. Habe ich aber auch nur 4 von. Das heißt, müssen wir nochmal 4 nachmachen. Sonst wird das nichts. So. Dann nehme ich den hier ab, dann baue ich den direkt neu. Und ja, dann haben wir hier schon mal gut. Dann haben wir nämlich hier unten das fertig und wir können den ersten Stock hier mehr oder weniger zubauen, wenn ich das Material besorgt habe, können hier jetzt erstmal nur so Dingerchen hinsetzen und dann dort Tomaten und dort Wheat. Dass wir uns ganz schnell Sandwiches machen können. Die bringen nämlich ordentlich Power und neben der Pizza, die aber nicht ganz günstig ist, das beste Material. So futtermäßig. Naja, abgesehen von dem ganz teuren, den Dingern hier, diesen Notrationen. Aber die sind wirklich nur etwas, wenn man irgendwie unterwegs ist, lange unterwegs ist, wo man Sachen braucht, die keine Perish-Zeiten haben. Weil ansonsten sind die einfach zu teuer, wenn man den Nutzen daran sieht. Also hier diese, wo man Pommes rausmachen kann, das ist immer so mein erstes Ding, dass ich schnell was habe und dann halt auf Sandwiches. Ich brauche Licht. So, dann laufe ich auch nicht immer darüber. Okay, haben wir. Die stellen wir jetzt erstmal nach oben. Und ja, dann kann ich das schon mal abnehmen. Den nehme ich direkt ab und baue den neu.
Das geht relativ schnell. Und dann ist gut. So. Ja, hier ist viel Platz. Das könnte ich vielleicht auch noch mal kurz machen vorher. Weil dann sehe ich ja jetzt nichts. Ist ja auch doof. So, und dann stellen wir die. Ja. Ich würde sagen, so mittig im Raum ist ja. Obwohl, ich würde ganz gern schon ein bisschen Platz haben, dass man auch mal rausgucken kann. Würde ich sagen, hier. Würde ich jetzt einfach mal so denken. So. Da wäre einer, zwei. Ich würde sagen, drei. So. Und der hat dann einen Platz. Und wenn ich da jetzt noch einen nebenstelle, dann sieht das. Ja. Ich glaube, das ist gut so. So, dann kann ich hier jetzt erstmal energieren. Und dort kann Energie rein. Oder stelle ich den Konstruktor auch nach oben? Dass ich hier unten nur Futter. Naja, da muss ich an beiden eigentlich regelmäßig dran. So. Das kann ich jetzt schon mal abnehmen. Und weg. So ist doch fein. Meine Lieben, ich sehe, die Zeit ist schon wieder rum. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch, das würde mich sehr freuen. Teilt es auch an Social Media, würde mich auch sehr freuen. Und dann anstellen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin habe ich auch Material eingesammelt. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir erst zu den Türmen fahren. Ich glaube mal, es ist besser, wir kümmern uns hier erstmal schnell ums Essen. Das dürfte das Bessere sein. Ein bisschen Wasser für Oxy wäre auch nicht so schlecht. Funktioniert übrigens, habe ich festgestellt, dass ihr, wenn ihr im Raumschiff seid, euren Helm aufzieht mit der entsprechenden Taste. Das funktioniert, das habe ich gesehen, weil ich habe ja vergessen nachzugucken, aber mein Oxygen ging runter. Und dann habe ich nachgeguckt und habe ich gesehen, ich hatte den Helm auf. Ja, also bis dahin. Bye bye.